Auf der Welle wiederentdeckter Mythen. Ich bin der König der Welt! Schwimmt die Titanic ganz oben. Sie sinkt und sinkt und sinkt und steigt auf in den Olymp der Megakino-Erfolge. Noch ein Wrack taucht wieder auf. Die Jön Köping von 1916 wird wegen ihrer Cognac- und Champagnerladung geborgen. Doch auch das Grauen kommt aus dem Meer. Und immer wieder Godzilla, diesmal nach New York. Noch ein Hingucker, Zorro, alias Antonio Banderas. So schön, so spanisch, so spaßig darf uns der alte Rächer im neuen Gewand gern beglücken. Auch VW blickt zurück und gibt uns die Kugel. Für Blumenkindeskinder rollt und rollt jetzt der New Beetle im Look der 98er. Kaum auffrisiert der schlechte Geschmack der 80er. Es ist so wie so eine aufgeblühte Liebe, so im Frühling. So. Also doch, alles anders? Glückwunsch. Raumfahrtpionier John Glenn geht noch einmal in die Luft. Thema Altern im All. Vielmehr muss Bruce Willis mit Mann und Maus schaffen. In Armageddon wird die Welt vor bösen Meteoriten gerettet, die schon in Deep Impact auf der Leinwand erschienen, um die Erde zu zertrümmern. Vision kontra Wirklichkeit. Die Leoniden-Meteoriten haben sich wieder einmal kaum blicken lassen. Kein Weltuntergang. Außer man deutet das Ende von Derek als solchen. Nach 24 Jahren im Dienst tappt der Oberinspektor einfach sofort ins Dunkle. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Aber ohne Wilhelm Wiegen, der hat sich so verabschiedet. Und die Zusatzente trägt die Nummer 1. Auch die Lottofee taucht ab. Karin Tietze-Ludwig gibt das kugelrunde Glück weiter an Franziska Reichenbacher. Und auf Kuppelmutter Hera Lind folgt Herzblatt Christian Clerici. Piercen Sie sich jetzt bitte die Ringe in den Bauchnabel. Liebe und Lust auf Viagra-Rezept. Es steht und fällt eben alles mit dem technischen Fortschritt. Bill Gates Windows 98 stürzt bei der Präsentation erst einmal ab. Es ist einfach ab und wieder aufgetaucht. Wie so viel in diesem Jahr.